Ja, das erste Tor. Das war der Dosenöffner und dann lief es von alleine. Wir sind mehr gelaufen hinterher auch noch. Und ich denke, wir sind auch als gesamte Mannschaft so ein bisschen fitter. Liegt einfach daran, dass wir alle zusammen waren und Sportfreunde ein paar Ausfälle hatte. Ja, nichtsdestotrotz wünsche ich Sportfreunde noch ganz viel Glück für die letzten drei Spiele, dass sie so viele Punkte wie möglich holen. Und ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ja, ich glaube, wir kriegen einfach die beiden Gegentore zu schnell und zu einfach. Das ist ein bisschen typisch für die ganze Saison, dass wir auch Situationen, wo wir eigentlich im Ballbesitz sind oder wo wir sicher rausspielen können, ja, leichte Ballverluste haben. Und dann spielen sie es gut, ne, Niklas? Wir kennen seine Qualitäten, macht dann die beiden gnadenlos weg. Aber das darf uns so nicht passieren. Also es ist einfach zweimal ein bisschen unglücklich gelaufen. Wenn du dann hier 0-2 hinlegst, dann lassen sie uns laufen. Dann ist es da sehr schwer, nochmal ins Spiel reinzukommen. Und das war heute einfach dann für uns nicht mehr möglich. Ne? Wir haben in der ersten Halbzeit viel Kraft gelassen und konnten dann da nicht mehr zulegen. Ich gebe immer alles. Auf meine eigene Leistung gucke ich nicht. Wichtig ist, dass wir gewinnen, dass wir als Mannschaft gut spielen. Ja, und darum geht's. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die Konkurrenz gespielt hat. Ich meine, wir haben jetzt nur drei Spiele. Ich glaube, und das habe ich auch vorher schon gesagt, wir brauchen dann 9 Punkte. Und dann schauen wir mal, wofür es reicht. Wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel. Nächste Woche spielen wir gegen Fortuna Herne zu Hause. Ja, und schauen einfach, dass wir Spiel für Spiel Punkte holen. Nicht so sehr auf die anderen gucken, weil das können wir nicht beeinflussen. Gerade in den letzten drei Spieltagen passieren manchmal die verrücktesten Sachen. Das heißt, es macht Sinn, wenn wir da auf uns schauen und einfach schauen, dass wir die letzten drei Spiele gewinnen.